Wir sind im Buch der Sprüche, Kapitel 17. Es ist immer gut, eine eigene Bibel zu haben und darin zu lesen und sie auch zum Gottesdienst mitzubringen. Wir können hier keine Bibeln zur Verfügung stellen, deswegen nehmt euch eure eigene Bibel mit. Wenn ihr noch keine habt, könnt ihr am Büchertisch eine bekommen. Sprüche 17 Vers 5 wer den armen verspottet verhöhnt den der ihn gemacht hat wer sich über Unglück freut bleibt nicht ungestraft Es ist ein wunderbarer Vers. Dieser Vers drückt das aus was wir, irgendwie geprägt durch Aufklärung und allen möglichen anderen Krams, hochgebildet in unserer Verfassung oben drüber geschrieben haben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Seinen Ursprung hat das hier, also nicht nur in diesem Vers, aber in vielen anderen Versen der Bibel. In Gottes Herz, in dem das Gott den Menschen geschaffen hat am Anfang nach seinem Ebenbild. Hier wird vom Schöpfer gesprochen, von dem, der den Armen gemacht hat. Und der, der den Armen gemacht hat, identifiziert sich mit ihm. Gott identifiziert sich, identifiziert sich hier mit einem Menschen und zwar mit dem Armen, der verspottet wird. Das ist die gefallene Welt, in der wir leben. Menschen erheben sich über andere Menschen. Sie schauen herab auf den, der irgendwie Mangel hat der irgendwelche Mängel hat äußere äußerlichkeiten äußere Mängel dem etwas fehlt der in irgendeiner Weise nicht normal ist ja und es ist so so einfach über jemanden zu spotten der schwach ist der klein ist der allein ist der sich nicht wehren kann. Und der Arme, das ist derjenige, der keine Machtmittel in der Hand hat, der sich nicht wehren kann. Spott trifft den, der Mangel leidet. Das gibt ein deutsches Sprichwort, was das ausdrückt. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, oder? Ja, oft. Wenden wir das an in einer witzigen Situation und wir sagen es vielleicht auch selber über uns, aber wenn es dann richtig hart auf hart kommt in der Realität, dann kann das ganz, ganz böse sein, ganz heftig sein für einen Menschen. Na, wir, wir haben da so ein neues Wort dann für, dass wir dafür gebrauchen Mobbing. Na? Es ist einfach Spott und Hohn. Das ist Erniedrigung eines Menschen und es zielt auf die Würde des Menschen ab. Der Mensch ist wird Gegenstand unseres Spaßes und zwar sein Leiden, sein Leid wird Gegenstand unseres Spaßes. So, und wenn ihr euch diese Situation vorstellen könnt, da ist einer, der steht in der Mitte und alle anderen drin, stehen drumherum und zeigen mit dem Finger auf ihn und lachen. Ihr könnt ihr euch diese Situation sicherlich vorstellen? Vielleicht habt ihr sie selber schon mal erlebt. Wo ist Gott in diesem Bild? Gott ist. In der Mitte, bei dem, auf den gezeigt wird, der, der sich schämt, der, der am liebsten nur weg will, der zutiefst verletzt ist, zutiefst verunsichert auch. Menschen, die gemobbt werden, die ähm, verhöhnt und verspottet werden, das macht was mit ihrer Seele. Ja, es ist so finster, die, die Werke des Teufels sind so finster, dass Menschen, die so verspottet werden, an irgendeinem Punkt anfangen zu glauben, was die Spottenden sagen. Und da haben die Verspottenden dann ihr Ziel erreicht, dem Menschen seine Würde zu nehmen ihn einfach nur zum Gegenstand des Spottes zu degradieren. Aber Gott bezieht Position, er identifiziert sich mit dem Armen, er sagt, wenn du den Armen verspottest, den armen Kerl da in der Mitte, die arme Frau, dann verspottest du mich. Denn er ist mein Ebenbild. So schwach und unvollkommen er auch sein mag, er ist mein Ebenbild. So hat es Gott auch in 1 Mose 9 gesagt: Wer das Leben eines Menschen nimmt, der muss selbst das Leben lassen. Warum? Weil der Mensch das Ebenbild Gottes ist. Du darfst ihn nicht antasten. Das ist mein Augapfel. Und damit stellt Gott die Würde eines jeden Menschen wieder her. Egal wie heruntergekommen, kaputt, fertig, arm und schwach, blind und bloß er sein mag. Gott sagt, du bist wertvoll, ich identifiziere mich mit dir. Niemand darf dich ungestraft verspotten. Wisst ihr aber Gott sagt das nicht nur so sondern er lässt seinen Worten Taten folgen dass er sich mit dem armen identifiziert ist nicht nur so ein schöner gedanke sondern gott ist mensch geworden seine sein sich identifizieren mit uns menschen geht so weit dass er selbst mensch geworden ist etwas was wir selber nie tun können in unserem Versuch, irgendwie mitempfinden, mit jemand anders zu haben. Wir können nie so werden wie er. Das ist uns nicht vergönnt. Wir können uns versuchen, hineinzuversetzen. Wir können uns versuchen, einzufühlen, Empathie zu haben. Aber es bleibt doch immer oft oder es bleibt eigentlich immer nur bei dem Versuch. Aber Gott, er kann. Und er will, er wollte. Er wollte sich so sehr mit uns identifizieren, dass er Mensch geworden ist. Und er hat sich identifiziert mit einem Armen. Er hat ein armes Leben geführt. Er ist nicht ein reicher König geworden, ein reicher Popstar, sondern er ist ein einfacher zimmermann geworden er ist ja noch mehr am anfang seines lebens ist er ein migrant gewesen ja noch mehr ein flüchtling vertrieben getrieben in angst und schrecken ja flüchtlingskind richtig ähm. ja und Er ist dann unterwegs gewesen und hat sich so sehr mit den Armen identifiziert, mit den Hungernden. Gott hat ihn getrieben durch den Heiligen Geist in die Wüste, für 40 Tage lang zu hungern, zu fasten. Jesus kennt jeden Mensch, der kurz vor dem Hungertod steht. Er hat sich vollkommen mit ihm identifiziert. Und Jesus kennt das, ausgelacht, verspottet zu werden. Er kennt es, arm zu sein, nichts zu haben, Mangel zu leiden. Er war unterwegs und hat keine Unterkunft gehabt. Und er sagt, ja, ich habe kein, kein Haus, kein Zuhause, wo ich meinen Kopf niederlegen kann. Na, wir haben das in der abdachlosen hat Sie immer gesagt, ähm, damals hat er gesagt, Jesus hat Platte gemacht. Ja. Sicherlich nicht in dem Sinne, wie Obdachlose heute umherziehen, aber in gewisser Weise, er hat sich identifiziert mit denen, die kein Zuhause haben, die draußen schlafen. Ich habe das irgendwie vor ein paar Tagen wieder gesehen, wie da jemand seinen ganzen Kram. Da irgendwie in der Nähe vom Kröpke, da irgendwie unter so einem, so einem vorspringenden Dach da drunter gepackt hat. Ich habe gedacht, bei dem Wetter, bei diesem nassen, ekligen Wetter, bei diesem kalten Wetter, irgendwie kein Zuhause, keine, keine Wohnung zu haben, keine Tür, die du zumachen kannst, keine Heizung zu haben, kein trockenes Bett zu haben, wo du dich reinlegen kannst. Äh, wie furchtbar ist das? Und Jesus hat sich identifiziert. Er ist hat dieses Leben gelebt. Und noch schlimmer, ja, er hat sich identifiziert, auch mit einem zu Tode verurteilten, mit einem Schwerverbrecher. Er ist zu einem Schwerverbrecher geworden, nicht im Sinne, dass er Verbrechen begangen hätte, aber er hat das Schicksal eines Schwerverbrechers geteilt. Und das ist doch, wenn, wenn, wenn ihr euch diese, diese Situation vorstellt, es gibt es heute teilweise noch auf dieser Erde, dass Schwerverbrecher ein Teil ihrer Strafe daran liegt, sie bloßzustellen, sie zum Gespött zu machen, ja letztendlich sie zu entwürdigen, weil sie na, aufgrund ihrer Straftaten na, ihre Würde, sozusagen ver, ver, ähm, oh Mensch, mein, verwirkt, richtig, danke Peter, verwirkt haben in den Augen der anderen Menschen, der Gesellschaft, soll das auch sichtbar werden in der Art und Weise, wie sie bestraft werden. Dieser hat den Tod verdient und nicht nur das, nein, er hat den Tod am Kreuz verdient. Und der Tod am Kreuz, wenn, wenn Paulus das sagt, er war Gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, dann meint er nicht, er war nicht einfach nur, dass er bereit war, Mensch zu sein bis zum Äußersten, bis zum Ende, wo man sterben muss, sondern dass er auch bereit war, sich zu identifizieren mit dieser Qual, entwürdigt zu werden. Verhöhnt, verspottet. Aus, nackt, ausgezogen, ausgepeitscht, in jeglicher Form erniedrigt, verhöhnt und verspottet, angespuckt. Jede Art von, von Erniedrigung, die man sich vorstellen kann. Verspottet und verhöhnt. Gott hat sich identifiziert mit dem Armen, der verhöhnt und verspottet wird, in vollkommener Weise in Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Aber das Krasse ist, neben ihm hing einer, dem es genauso ging. Und was hat er gemacht? Er hat auch gespottet. Wisst ihr, die Armen dieser Welt, das sind nicht die unschuldigen Lämmer. Sie sind genauso Sünder wie alle anderen auch. Und wenn sie eine Möglichkeit finden, sich über jemand anders zu erheben, dann tun sie das. Und es gibt immer noch einen, den es noch schlechter geht als mir, auf den ich herabschauen kann, über den ich dann spotten kann. Und Jesus hat all diesen Spott und Hohn ertragen, hat sich identifiziert mit uns Elenden und Armen, weil wir elend und arm sind aufgrund unserer Sünde. Und selbst die, die reich sind, sind ja elend und arm. So sagt es Jesus an die Gemeinde in Laodicea, sagt, ihr haltet euch für reich und braucht nichts, aber dabei seid ihr blind. Bloß arm und elend. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Er ist diesen Weg gegangen und hat sich vollkommen identifiziert mit uns armen und elenden Menschen, um uns zu erretten, um uns zu erlösen. Ja, selbst die, die ihn verspottet haben. Und letztendlich sagt Jesaja in Jesaja 53, er wurde von allen verachtet. Und Jesaja schließt sich mit ein und sagt: Und wir haben ihn nicht geachtet. Wir haben ihm nicht diese Würde zukommen lassen, die ihm gebührt. Und Jesus war doch der Einzige, der durch in seinem Leben diese Würde auch verdient hat. Das Ebenbild des lebendigen Gottes, er ist es, ihm hätte diese Ehre, diese Würde zugestanden. Und gerade ihn haben wir alle verachtet. Und er hat es auf sich genommen, um unsere Sünde zu tragen, um unseren Spott. Er hat unseren Spott und Hohn ertragen. Und er hat in seinem Leiden die Strafe für unsere Sünde, für unseren Spott und Hohn getragen. Und er hat allen Armen, allen Elenden diese Botschaft gebracht. Selig seid ihr Armen, denn euch gebührt, euch ist bereitet die Herrschaft Gottes. Ja, durch sein Leiden nimmt er die Schuld von uns und will uns in dieses Bild mit einbringen und zwar auf eine ganz neue Art und Weise. Wir sehen in diesem Bild, wie gesagt, diese Menschen, die um einen herumstehen und ihn verspotten und missachten. Wir sehen der, der erniedrigt wird. Aber wie gesagt, Gott bringt sich ins Spiel in diese Situation und er sagt, ich bin derjenige, der sich identifiziert. Ich bin derjenige, der dazwischen geht und sagt: Nein, das ist mein Kind. Tastet ihn nicht an. Und was sagt er zu uns, die wir Vergebung und Gnade empfangen haben, die wir gerettet wurden aus unserer Sünde heraus? Psalm 82. Lass uns das mal aufschlagen: Psalm 82. Ist ein merkwürdiger Psalm, der vielleicht nicht im ersten Moment zugänglich ist und verständlich ist, vielleicht. Vers 1, ein Psalm von Asaf: Gott steht in der Gottesversammlung, inmitten der Götter richtet er. Also, ich dachte immer, es gibt keine Götter. Gibt es auch nicht. Gibt nur einen Gott. Wen meint denn Gott hier? Es hat sicherlich verschiedene Auslegungsmöglichkeiten ähm, und verschiedene äh, Dinge, die man hier sagen könnte, aber ähm, ich denke, dass wir das Guten Gewissens, weil Jesus es auch zitiert in Vers 6, beziehen können auf uns Menschen. Ich sagte zwar, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle, doch wie ein Mensch werdet ihr sterben, wie einer der Obersten werdet ihr fallen. Gott spricht mit Menschen hier. Und er sagt ihnen, ja, ihr seid Söhne Gottes, ihr seid Kinder Gottes. Paulus sagt es in Athen, den heidnischen Menschen, er sagt, ja, einer eurer Dichter hat gesagt, wir sind göttlichen Geschlecht, wir, wir stammen von Gott ab, sozusagen. Ich weiß nicht, welche, welche Stelle er da zitiert hat, müsste ich nochmal nachforschen. Aber er hat einen heidnischen Dichter zitiert. Mit den Worten, ja, wir sind Götterkinder. Was fordert Gott von den Götterkindern? Er richtet sie und schreibt, äh, sagt in Vers 2: Bis wann wollt ihr ungerecht richten und die Gottlosen begünstigen, schafft Recht dem Geringen und der Weise dem Elenden und dem Bedürftigen lasst Gerechtigkeit widerfahren. Rettet den Geringen und den Armen entreißt ihn der Hand der Gottlosen. Das ist das Ebenbild Gottes. Das sind die Kinder Gottes, die wie ihr Papa sind, die sich vor einen würdigten Menschen stellen und sagen, haut ab, verschwindet hier. Dieser ist ein geliebtes Kind Gottes. Wir sollen auch in dieses Bild ins Spiel kommen, nämlich da, wo Gott ist. Als seine Kinder sollen wir dastehen und uns schützen stellen vor den Armen, der verspottet wird. Wir sollen Position, Beziehen. Wir sollen Zivilcourage zeigen, so sagt man das so in unserer Zeit heute. Na? Woher nehme ich den Mut? Ich bin ganz gewiss darüber, dass wir diesen Mut nehmen, empfangen durch den Heiligen Geist in uns. Jesus in uns ist derjenige, der sich stellt. Wie, wie Jesus sich gestellt hat vor dieser Frau, die sie, die sie im Tempel na, gezerrt haben und sie steinigen wollten. Na. Und Jesus stellt sich zu dieser Frau. Er stellt sich vor sie. Er hat Weisheit, wie er diesen Mob zur Ruhe bringen kann. Und solche göttliche Weisheit brauchen wir in solchen Situationen. Wir brauchen Mut, wir brauchen Weisheit. Aber Gott hat es für uns. Durch seinen Geist empfangen wir Mut. Die, 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 die Gemeinde Gottes in Apostelgeschichte 4, sie waren so verunsichert, weil sie so bedroht wurden, verängstigt wurden. Redet nicht mehr über Jesus. Sie waren so eingeschüchtert. Was haben sie gemacht? Sie haben gebetet in ihrer Not. Sie haben Gott angefleht, dass er eingreift und seine Hand ausstreckt und sie stärkt, sodass sie... Mutig weiter das Wort verkünden. Wir haben es nicht in uns. Auch die Geschwister damals hatten es nicht in sich, aus sich selbst heraus. Aber der Heilige Geist ist diese Kraft in uns, die uns überwinden lässt. Alle Menschenfurcht. Wisst ihr, das ist es ja, was uns immer abhält. Wir sehen so eine Situation und denken so. Äh, ich gehöre nicht dazu. Ja, ist ja ziemlich böse, was die da machen. Na? Ist ja schlimm. Aber dabei bleibt's. Wir gehen nicht hinein in so eine Situation. Warum? Weil wir Angst haben, selber zum Ziel des Spottes zu werden. Aber Jesus hat sich entschieden. Er wusste, dass in Jerusalem das auf ihn wartet. Er hat seinen Jüngern gesagt, ich werde verspottet werden. Und er ist trotzdem hingegangen. Weil sein Herz weil seine Liebe zu seinem Vater und zu dem Recht, zur Gerechtigkeit so groß war, dass er gesagt hat, es ist mir egal, wenn ich selber dabei leiden muss, okay. Aber hier muss einer aufstehen. <laughs> Gott kann uns dazu befähigen, dass wir diesen Schritt gehen in die Situation hinein, dass er uns Weisheit gibt, wie wir helfen können, wie wir einem Menschen, der so gedemütigt ist, wieder aufhelfen können. Und das ist unsere Aufgabe. So steht es hier. Rettet den Geringen und den Armen. Entreißt ihn der Hand der Gottlosen. Wir gehen wieder zurück in Sprüche 17. Die Krone der Alten sind Kindeskinder und der Kinderschmuck sind ihre Väter. Ähm. Ich glaube, dass man das nicht falsch verstehen sollte. Ich, ich, beim Nachdenken über diesen Vers, glaube ich, ist es nicht unbedingt das gemeint, was wir oft sehen. Ja, Großeltern, die unglaublich stolz auf ihre Enkelkinder sind und ihre Fotos äh, überall in der Wohnung hängen haben und ähm, was weiß ich, ähm, ständig von ihnen erzählen und so weiter. Na? Ich glaube, dass es ein bisschen etwas anderes ist hier. Dass die Kindeskinder die Krone der Alten sind, bedeutet einfach, dass es der Lohn ist. Sie sehen etwas von dem Lohn ihrer Arbeit, ihrer Hingabe an ihre Kinder. Sie haben Kinder aufgezogen, haben sich hingegeben und investiert in ihre Kinder. Und diese Kinder sind aufgewachsen. Und ja, die Eltern sind durch diese schmerzhaften Prozesse hindurchgegangen, dass ihre Kinder... Vater und Mutter verlassen haben. Um, ja, der Sohn verlässt Vater und Mutter, um seiner Frau anzuhaften, anzuhängen. Und sie werden ein Fleisch werden. Und sind fruchtbar und mehren sich. Die Krone bedeutet, es ist ein Stück Lohn für die Arbeit, die Hingabe. Unsere Kinder sind... Erwachsene verantwortungsvolle Menschen geworden, die Verantwortung für andere übernehmen, in der Ehe, in der Familie. Das ist etwas ein, etwas ein bisschen Vorgeschmack auf den Lohn, den ich von Gott empfange, für den Dienst, für die Arbeit, die ich hineingesteckt habe, in meinem Leben, in die Kinder. Wisst ihr, und das ist eine Krone, die noch viel größer ist als irgendein anderes Lebenswerk, was du dir aufbauen kannst, wenn du investiert hast in die kommende Generation, wenn du dein Leben investiert hast und etwas tatsächlich daraus gewachsen ist, was ähm, ja was Segen, wo, wo Segen sich vervielfältigt, vermehrt. Na, es ist nicht nur bei einem Kind geblieben, nein, da sind jetzt auch noch Kindeskinder. Es vermehrt sich. Wow, das ist eine Ermutigung für die, die alt geworden sind. Es gilt aber nicht nur für die, die Kinder haben und Enkelkinder. Geschwister, es ist etwas Geistliches, ein geistliches Prinzip. Wenn du investiert hast, dann entsteht Frucht, dein Leben ist fruchtbar. Du hast Liebe geübt, du hast Liebe ausgeteilt und das zahlt sich aus, das, das ähm, vervielfältigt sich, vermehrt sich. Und wenn du das sehen darfst, dann ist das schon ein Vorgeschmack auf die Krone, die Gott dir geben wird. Und bei manchen ist das sehr deutlich sichtbar und bei manchen vielleicht auch nicht so sehr. Aber lass dich nicht entmutigen. Die Krone ist denen vorbehalten, das haben wir letztes Mal gelesen, nicht die graues Haar haben, nicht die viele Enkelkinder haben. Hast du, wie viele Enkelkinder hast du jetzt? Zwei? Ich habe schon fünf. Und die sind das und das und das. Vergiss es. Nein, die Krone ist auf dem Weg der Gerechtigkeit zu finden. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Freude zu sehen, wenn, wenn die Arbeit, die du investiert hast in Kinder, wenn die sich sozusagen vervielfältigt. Und es ist interessant, dass Gott es viel wichtiger ist, dass sich... Dass wir fruchtbar sind und uns mehren in Bezug auf Menschen als ein Lebenswerk aufzubauen, wie einen Turm zu Babel. In Kinder zu investieren ist viel, viel wichtiger. Gut, Vers 7. Zu einem törichten passt. Nee, Quatsch. Wo bin ich denn jetzt? Ach, ich habe noch was vergessen. Vers 6 ist ja nur die erste Hälfte, der zweite Teil ist ja nochmal was Schönes. Der Kinderschmuck, der Kinderschmuck sind ihre Väter. Der Kinderschmuck sind ihre Väter, nicht der Väterschmuck sind ihre Kinder. Ja, oft ist es so, dass Eltern ihre Kinder sozusagen betrachten als ihren Schmuck. Sei es, dass sie sie verhätscheln und verwöhnen und vergöttern. Und vergötzen. Aber oft ist es eben so, dass sie auch ein bestimmtes Bild von ihren Kindern, so müssen sie sein, damit sie na, für mich ähm, Ehre bringen. Aushängeschild. Aushängeschild, genau. Und dadurch entsteht so viel Leistungsdruck, so viel falscher Leistungsdruck, Erwartungshaltung. So viele Kinder, vielleicht auch viele von euch. Haben das in ihrer Kindheit erlebt und leiden darunter, ihr Leben lang, dass sie nicht genügen. Dass ihre Eltern immer wieder ihnen gezeigt haben: das reicht nicht aus. Es reicht nicht aus. Aber es soll andersrum sein. Die Väter sollen der Schmuck der Kinder sein. Die Kinder sollen auf dem, auf dem Schulhof oder im Kindergarten sagen: Mein Papa kann alles. Mein Papa ist der tollste Papa. Mein Papa kann sogar fliegen. Die Kinder sollen auf ihren Vater stolz sein. Sollen sich freuen darüber über ihren Vater. Sie sollen ja, angeben mit ihrem Vater. Natürlich nicht in dem Sinne. Ne? Es geht hier nicht um Konkurrenzkampf, ne? dass wir unsere Kinder anstacheln zum Konkurrenzkampf. Aber wisst ihr, wir Väter und das, das, das führt uns dahin zurück, wie wir als Väter leben sollen unseren Kindern gegenüber. Wir sollen an uns arbeiten. Wir sollten ein würdiger Schmuck für unsere Kinder sein. Sie sollten sich nicht unserer schämen müssen, sondern, wie gesagt, stolz auf uns sein. Und dann dreht sich das Ganze um, okay? Dann merke ich, okay, dann, dann geht es nicht darum, dass ich Druck bei meinen Kindern mache, sondern dann muss ich Druck bei mir selber machen. Da muss ich mir selber einen Hintern treten. Da muss ich mich zu Gott ausstrecken und ihn bitten, dass er mich verändert und formt. Ja, wir sollten Väter sein, die ein Schmuck für unsere Kinder sind. Und selbst da, wo wir versagen, und das tun wir, wisst ihr, am Anfang, wie gesagt, glauben die Kinder, wenn sie klein sind, ja, mein Papa kann alles. Mein Papa, der hat keine Fehler. Der macht alles richtig. Na? Aber irgendwann merken sie, dass es nicht so ist. Irgendwann kommen sie dahinter. Und dann ist es auch wichtig, wie wir mit unseren Schwächen und Fehlern umgehen. Denn darin können wir ihnen auch ein Vorbild sein. Wenn wir aufrichtig mit unseren Schwächen und Fehlern umgehen, das werden wir gleich noch lesen, dann werden sie auch darin, sind wir auch darin ein Schmuck für sie. Selbst in unserem Versagen. Und wenn wir das Ganze geistlich betrachten, ja, wir haben ja auch einen Vater, oder? Unser Vater sollte auch unser Schmuck sein. Er ist es auch. Er ist eigentlich das kostbarste, das herrlichste, das wunderbarste, was wir haben. Wir sollten wie diese Kinder auf dem Schulhof sein. Mein Papa ist der beste. Er kann alles. Und wir würden noch nicht mal lügen. <laughs> Vers 7. Zu einem törichten passt überragende Rede nicht. Wie viel weniger zu einem edlen lügnerische Rede. Hier ist eine Steigerung drin. Es wird ein bestimmter Gedanke aufgegriffen, der weit verbreitet ist. Und so weit verbreitet, dass man daraus auch einen guten Witz machen kann. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch dick und doof kennt, hier Stan und Olli. Ähm, alte Komiker aus den 20er und 30er Jahren. Und ähm, da gibt es so einen Film, der heißt ähm, Die Dick ähm, und Doof in Oxford. Also, da sind die in Oxford. Ne? Also, das widerspricht sich schon vollkommen. Ne? Diese zwei Dummköpfe, diese zwei Idioten, die ständig irgendwas kaputt machen und falsch machen und, und überhaupt nichts verstehen, ne? ähm, die kommen jetzt nach Oxford ne? und. Interessanterweise durch einen Unfall kriegt Stan irgendwie eins auf den Schädel. So und es passiert etwas, was in keinem anderen Film passiert. Stan redet plötzlich völlig klug und klar und er redet, na, der, der, der wird zum Professor ernannt in Oxford. Stan Laurel, doof, wird zum Professor. Und es ist einfach ein Witz, weil es passt nicht zusammen. Der Törichte und die äh, überragende Rede, das passt nicht zusammen und man lacht sich scheckig ne? Stan so zu erleben. Der Clou des ganzen Films ist es dann natürlich, dass er am Ende wieder eins auf den Schädel kriegt und wieder der alte Stan ist und Olli auch froh darüber ist, dass er endlich seinen, seinen Stan wieder hat so. und wieder auf ihm rumtrampeln kann. Obwohl er selber genauso doof ist. Vielleicht sogar noch dover aber es passt nicht zusammen. So, ne? Und dann sagt der Spruch hier, aber die Weisheit Gottes sagt: hier, guck mal, das erkennst du an, das passt irgendwie nicht zusammen. Aber wie viel weniger passt lügnerische Rede zu Edlen? Und wir sind alle Edle, wie wir gesehen haben. Wir sind alle Kinder Gottes. Gott hat uns aus dem Staub erhoben, Psalm 113, um uns zu setzen unter die Edlen seines Volkes. Wir sind Königskinder. Da passt keine lügnerische Rede. Wir sollen die Wahrheit reden. In Aufrichtigkeit, in Wahrheit soll unser Reden geschehen. Keine Heuchelei, keine Lüge passt zu den Kindern Gottes. Vers 8. Ein Zauberstein ist die Bestechung in den Augen ihres Gebers. Wohin er sich wendet, hat er Erfolg. Hier wird scheinbar die Bestechung gepriesen. Das ist natürlich nicht der Fall. Es zeigt uns nur, wie erfolgreich das Modell der Bestechung ist. Wird weltweit immer noch angewandt? Der Zauberstein ist eigentlich wortwörtlich der Stein, der Gunst verleiht. Das klingt wie ein Märchen. Ne? Du hast einen Stein und wenn du den hast und wenn du den weitergibst, na, du gibst dem jemanden und der nimmt diesen Stein und der schaut dich an und denkt so. Boah, du bist aber nett. Ja, dir gebe ich gerne, was du möchtest. So ist Bestechung. Na? Manipulation. Und das muss nicht Bestechung nur in dem technischen Sinne sein, wie wir das verstehen. Sondern es geht um Manipulation. Es geht um dieses System. Eine Hand wäscht die andere. Wir haben einen Deal. Ich mache was und du machst was für mich. Wohin er sich wendet, hat er Erfolg. Es ist sehr verführerisch, dieses Mittel anzuwenden, Manipulation. Und du kannst durch viele Arten und Weisen manipulieren, bestechen. Nicht nur durch Reichtümer, nicht nur durch Geld. Es gibt so viele Möglichkeiten, andere dazu zu bringen, etwas für dich zu tun. Die Liebe aber ist anders. Die Liebe gibt und empfängt. Die Liebe ist aber frei. Gott hat seinen Sohn gegeben, unser, der Vater hat seinen Sohn gegeben, ohne etwas dafür zurückzuverlangen. In 1. Johannes 2 steht, dass Jesus die Sühnung für unsere Sünden ist, nicht aber allein für die unsrigen, und damit meint Johannes die Gläubigen, sondern auch für die ganze Welt. Das Opfer Jesu gilt für alle Menschen, ob sie es annehmen oder nicht. Er hat nicht seinen Sohn gesandt und hat gesagt, okay, stirb mal für alle die, die nachher später an dich glauben werden. Sondern er hat gesagt, stirb für die ganze Menschheit, für alle Menschen, egal ob sie sich bekehren oder nicht. Das Geschenk ist da. Und so sagt Jesus es auch. Gott lässt regnen über böse und gute. Er lässt seine Sonne scheinen über gerechte und ungerechte. Gott gibt. Und diese Art von Liebe, das ist das, was uns ansteht. Lass uns nicht verführen lassen, diesen Weg der Manipulation zu gehen. Lass uns selbstkritisch auch mit uns sein. Manchmal tun wir das ganz unbewusst, weil wir das schon von Kindheit auf so gelernt haben. Lass uns da selber prüfen. Wo gebe ich eigentlich nur, um was zurückzubekommen? Und das muss sterben in uns. Das ist der alte Mensch, der sterben muss. Vers 9, Der letzte Vers für heute. Wir vergehen. Wer vergehen zudeckt, strebt nach Liebe. Wer aber eine Sache immer wieder aufrührt, entzweit Vertraute. Ich weiß nicht, wie oft du das selbst vielleicht schon mal gesagt hast oder wie oft du das schon gehört hast, vielleicht von deinem Ehepartner. Von einem Freund, von einer Freundin. Schon wieder. Tausend, du hast das schon so oft gemacht. Immer wieder Dinge heraufholen aus der Vergangenheit. Immer wieder an Dinge erinnern. An Versagen. An Vergehen. Immer wieder Dinge, alte Dinge vorhalten. Das entzweitvertraute. Wisst ihr, das ist hart. Das ist eine harte Sache, immer wieder mit deinem Vergehen konfrontiert zu werden. Ständig, immer und immer wieder wird dir vorgehalten, dein Fehler, dein Versagen. Das ist eine harte Sache. Und die harten Herzen, die Hartherzigkeit ist der Grund, warum Menschen sich scheiden lassen, sagt Jesus. Die Hartherzigkeit ist der Grund, warum Menschen sich scheiden lassen. Denn jede Sünde auf diesem Erdball kann vergeben werden, sagt Jesus. Für jede Sünde, für jedes Vergehen kannst du Vergebung empfangen nur für die einen nicht wenn du keine vergebung suchst wenn du keine vergebung haben möchtest gottes liebe deckt vergehen zu nicht in dem sinne dass etwas dass ungerechtigkeit passiert und man redet dann nicht mehr darüber lass uns mal einmal hier im psalm 32 gucken Da steht, schreibt David, glücklich, wem Übertretung vergeben, wem Sünde zugedeckt ist. Also, wenn die Sünde vergeben ist, dann ist sie zugedeckt, dann ist ein Deckel drauf, vorher nicht. Wirklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Ja, wenn der Deckel drauf ist, wenn die Sünde zugedeckt ist, dann rechnet Gott es nicht mehr an. Und an anderer Stelle sagt uns Gottes Wort, er denkt nicht mehr dran. Er sieht dich und er denkt nicht mehr dran. Uns geht es oft so anders. Ne? Wenn jemand irgendetwas mir getan hat und ich begegne diesem Menschen, dann denke ich genau an das, was er mir angetan hat, an nichts anderes. Aber Gottes Vergebung funktioniert so, dass er dann auch nicht mehr dran denkt. Wenn er dich anschaut, dann denkt er nicht an deine Sünden, weil Jesu Blut dafür geflossen ist und du bist gereinigt durch das Blut Jesu. Du hast Vergebung empfangen. Deine Sünde ist zugedeckt, ist nicht mehr sichtbar. David sagt weiter: Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch meinen Schreien den ganzen Tag, denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Da tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen und du, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. So wird ein Schuh draus. Wenn wir selber versuchen, unsere Sünde zuzudecken, dann bleibt sie. Dann ist die Hand Gottes eine schwer lastende Hand auf uns. Dann fühlen wir bis in unseren Körper hinein die Trennung von Gott wenn wir aber selbst gott gegenüber unsere sünde aufdecken, dann vergibt er uns, dann reinigt er uns, er nimmt die sünde, die last der sünde weg von unserem herzen, von unserer seele, er reinigt uns durch das blut jesu. wir sind gereinigt, uns ist vergeben, unsere schuld ist vergeben, sie liegt nicht mehr auf uns, sie ist weggenommen. die sünde ist zugedeckt. Also wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe. Das ist eine Sache, die hiermit gemeint ist. Wer Vergehen nicht immer wieder aufrührt, nicht immer wieder daran erinnert, nicht immer wieder darüber spricht, sondern die Sache ruhen lässt. Warum kann man Schuld ruhen lassen? Weil Vergebung da ist, weil Versöhnung da ist, weil Frieden da ist. Der Frieden Gottes ist da. Anders geht es nicht. Das andere ist keine Liebe. Wir lesen das auch in ähm, Moment, das muss ich mal gucken. Ja, wir gehen in 1. Petrus 4, Vers 8. Da sagt Petrus und er zitiert indirekt auch diesen Vers aus den Sprüchen. 1. Petrus 4, Vers 7 und 8. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Ein Vers für unsere Zeit. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. In dem Sinne ist es gemeint: Die Liebe ist erfüllt davon, von der Vergebung Gottes. Die Liebe Gottes hat sich uns gezeigt, hat sich mir gezeigt daran, dass er mir meine Sünden vergibt und immer und immer wieder vergibt. Er hat eine anhaltende Liebe. Sie ändert sich nicht. Und wir sollen diese Liebe in uns haben, die uns sagt, liebt einander, wie Christus euch geliebt hat. Und worin besteht es hauptsächlich in, vergebt einander, wie euch vergeben ist. Wenn ihr steht und betet, vergebt, wenn ihr was zu vergeben habt. So decken wir die Sache richtig zu, indem wir vergeben. Und manchmal gehört es aber auch dazu, einen anderen, wenn es um die Sünde eines anderen geht, tatsächlich Sünde erstmal aufzudecken, ins Licht zu bringen. Wie Jesus sagt: Wenn dein Bruder sündigt, dann gehe zu ihm hin und überführe ihn zwischen dir und ihm, also nicht. Vor der Gesellschaft aufdecken? Wie gesagt, in Schande verspotten, in Hohn, ans Kreuz nageln, vor allen Leuten sichtbar anklagen? Nein, wir sollen überführen. Und was sollen wir machen? Wir sollen unseren Bruder gewinnen. Das ist das Ziel. In Demut, in Liebe, in Sanftmut im wissen darum dass ich selbst vergebung notwendig habe gehe ich zu dem bruder gehe ich zu der schwester weise sie auf sünde hin und versuche sie zu gewinnen von dieser sünde umzukehren denn dann hast du deinen bruder gewonnen das ist die anhaltende liebe die eine menge sünden bedeckt am besten sehen wir das noch einen brief vorher im jakobusbrief kapitel 5 vers 19 und 20 die letzten Verse hier in dem Jakobusbrief. Meine Geschwister, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Also diese anhaltende Liebe zu haben, die Sünden zuzudecken tun wir, indem wir Menschen nachgehen, die abgeirrt sind, wie der gute Hirte dem verlorenen Schaf nachgeht. Mit unserem guten Hirten, mit unserem Papa gehen wir los und suchen Leute, die verloren gegangen sind. Dadurch bedecken wir eine Menge von Sünden, wenn wir uns mit auf den Weg machen mit Jesus, um Verlorene wieder zurückzuführen. Und das tun wir in Liebe, nicht in Anklage, nicht um bloßzustellen, sondern um zu gewinnen. Dass die Sünden vergeben werden, dass die Sünden zugedeckt werden durch das Blut Christi, dass Menschen frei sind von ihrer Vergangenheit und frei leben können in die Zukunft hinein. Wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe. Wer aber eine Sache immer wieder aufrührt, entzweit, vertraute. Jesus, danke für dein Wort. Bitte erinnere du uns durch deinen Heiligen Geist jetzt in den kommenden Tagen immer wieder an dein Wort, dass wir nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter werden. Hilf, dass diese Dinge tief in unser Herz hineinfallen und uns prägen in unserem Umgang miteinander, mit anderen Menschen. Herr, wir brauchen das so sehr. Dein Wesen, dein Charakter soll mehr und mehr Gestalt in uns gewinnen. Denn du hast uns geschaffen, dass wir dein Ebenbild sind. Und du hast uns erlöst und errettet durch dein kostbares Blut am Kreuz von Golgatha, Herr. Du hast uns unsere Sünden vergeben und wir sind so dankbar dafür. Du bist der beste Papa der Welt. Wir wollen dich loben und preisen. Amen.